aufs Pen and Paper. Ich freue mich aufs Pen and Paper. Das wird lustig. Aber ich würde zu zweit nur ein paar Anfängerjobs machen, oder? Ich habe sogar hier einen Anfänger. Farmhaus, auch auf, guck mal, Farmhaus auf Anfänger, easy. Bewegungssensor packen wir rein, ein bisschen Salz, ein Kruzifix. Geometer und Sanity-Pillen ist wichtig. Kopfkamera brauchen wir zu zweit eher nicht. Mal gucken, ob es hinhaut heute oder ob es wieder rumspinnt bei mir. Ich will es probieren. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Naps. Naps. Wollen wir das dann machen eigentlich auf dem Minecraft-Server, wenn dann Weihnachtsstream ist? Oh, nein, komm weg, Ball. So einen Christbaum bauen zusammen? Hi, hi. Ich habe den obersten Code genommen. Ich habe hier die ganze Liste voll mit deinem Chat. Versucht, die falschen einzugeben. Die einzige Kommunikation bei mir und Indie im Steam-Chat sind diese Codes für Phasmophobie. Ja, so ungefähr. Ach, schon ein bisschen witzig. Starke Taschenlampe. Ansonsten Oh, ich weiß hast du nicht. schon eine Mission? Ja, wir haben. Ich habe etwas auf Anfänger einfach ein bisschen gechillt. Anfänger. Bisschen gechillt zu zweit. Okay, dann machen wir noch Räucher, Stecken, Kruzifix. Also, 22 es gibt ja Cent. die tägliche Aufgaben. Da haben wir noch eine Stunde Zeit, eine gute. $50 Fotobelohnung und Foto vom Geist schießen. Also, da wäre ich schon dabei, ne? Da ist auch irgendwas mit nur mit Grundausrüstung überleben, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob das heißt. Also, dann dürften wir nichts extra mitnehmen bei einer Mission. Ja. Müssen wir bei der nächsten mal gucken, wenn wir einen Anfänger haben. Was ich erstmal schon machen, ist das Spiel heute schaue ich, ey, hab ich gar keinen Bock drauf. Können wir gerne machen, den Weihnachtsbaum. Das wäre schön. Ich finde das schön, wenn da zu viel den Weihnachtsbaum dann bauen oder so. Schön Christbaum. Ich will mal gucken, dass ich dann den Christbaum. Was denken ihr? Christbaum hierhin? Oder Christbaum hierhin? Also hier so. Wo fändet ihr den Christbaum am schönsten? Ich würde schon gerne bei mir im Hintergrund ja auch einen hinstellen, so einen kleinen. So einen kleinen, so groß vielleicht, so hier. Weihnachtsbaum? In Minecraft Indie. Zusammen einen Weihnachtsbaum quasi bauen und schön mit Licht und allem. Irgendwie ist meine Lehne immer locker. Das ist komisch. Ich will Phasmophobia spielen. So. Der Geist kann ich ja was gefasst machen. Kannst du doch mal zeigen, wo? Also auf der Seite hier, dass man hier quasi sieht. Also quasi im Raum in der Mitte hinter mir. So, ne, vor der Tür quasi. Hier so. Da so. Oder halt auf der Seite, hier so. Dass er halt hier quasi ist. So. Ich weiß nicht genau, wo ich den Christbaum hinmachen soll. Hallo. Kannst du mich hören? Ich kann dich hören, ja. Perfekt. Ja, ich bin gerade gewechselt zwischen Stream-Sound und dem Also, Spiel-Sound, weil also. ihr habt irgendwas vom Weihnachtsbaum erzählt und dann habe ich eine Ja. Frage gestellt und habe mir gedacht, wenn du das jetzt erklärst, ist Okay. doof, wenn ich. Linda Brown reagiert auf alleine, EMF-Reader, 10 Grad Celsius, Foto vom Geist. Kriegen wir hin. Ich nehme erstmal die Orb-Kamera mit. Ich nehme die Orb-Kamera mit. Guck mal. Ich weiß nicht, ich kann mich dann auch noch woanders hinsetzen. Ich kann nur zur Seite rücken oder so. Müssen wir mal gucken. So, Brown, irgendwas mit Brown. I don't know. Weißt du, was schlimm ist, wenn dein Familienname Brownie ist? Da hast du schon ganz schön blöde Sprüche zu hören. Guckst du gleich oben? Ich habe gerade einen Step gehört. Weiß nicht, ob es deiner war. Kann sein, ich weiß nicht, ob es deiner war. Nee. Ich komme wieder rein. Okay.
Sven ist ein Ausgang gewesen. Da ist es nicht. Hier. Hier oben ist schon mal eine Tür offen. Okay. Und hier ist auch der Knochen direkt gegenüber von der Treppe im Badezimmer. Okay, den fotografiere ich dann gleich. Reacher-Brett ist hier nicht gut. Ich weiß nicht, bei dem Haus habe ich immer so Angst, dass ich das Reacher-Brett finde. Ich will das Ding nicht benutzen. Ich habe oben keinen Ausschlag. Okay. Unten bis jetzt auch alles safe. Ich würde auf oben tippen. Na, Moment, hier ist nur ein Raum, den habe ich übersehen. Ich dachte, ich hätte irgendwo von uns einen Step gehört, aber ich weiß nicht, wo der war. Also unten ist nirgendwo was. Dann komm mal hoch und guck mal, wenn du hochkommst, links in dem Raum, wo die Tür offen war. Okay. Ja, da ist es 9 Grad, 7 Grad. Die Orb-Kamera steht. Sie steppt auch hier. Ich hole mal noch die anderen Kameras und das Stuff. Ich leg dir das Thermometer mal hier in die Ecke. Die reagiert doch nur auf alleine. Hast du die Box schon mit? Ja. Na perfekt, schon aus Buch und so. Und Fotokamera. Ist ja wieder auf Anfänger jetzt erstmal die Mission. Aber zu zweit da lieber nicht fortgeschritten probieren. So. Die Fotokamera. Das Buch für den Fall, dass sie halt. Bewegungssensor brauchen wir alles nicht. So, bisschen Nervennahrung. Habe ich doch den Stepphone-Skill, wo ich da drüben war. Da war die oben drüber. Kannst du mit mir reden? Ich habe dir ein Buch hingelegt. Kannst du da reinmalen? Hey, Zocker. Oh, das Game ändern. Ja, Moment. Mache ich mal eben. Habe ich vergessen. Ah, hier, Phasmo. Phasmophobia. Da war ich schneller look. Ha. Kannst du das Buch malen? Willst du dich uns zeigen? Julia Braun? Wie hieß sie? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich hab mich aufgepasst. Aber ich habe jetzt weder EMF noch Geisterbox. Dann hol ich mal noch die. Die Tür war offen, hast du gesagt, ne? Ich hol mal das Schwarzlicht. Die Tür war offen, ja. Dann hol ich mal Schwarzlicht und dann guck ich mal nach dem Namen. Ich hab ein Foto von ihr. Sie steht hier in der Ecke, ist ein Kind. Ich bin nur in den Schatten. Ja. Wir haben ein Foto schon mal, nice. Also eine Aufgabe schon mal, finally. Ah, mach das Licht an. Oh. EMF ist aber... Na, 4. Kannst du das Buch malen? Das macht sie nicht, scheiße. Okay, ich hol mal die Fingerabdrücke, weil die Tür offen war. Ich gehe aus dem Raum raus und höre bloß die Musik und die Tür geht hinter mir zu und ich denke mir so, oh oh. Okay, wir haben ein Foto vom Geist. Ich hoffe, das zählt. Dann ist die Frage, ist es jetzt ein zählt als Foto vom Geist und als Foto von Interaktion? Wenn das doppelt zählen würde, wäre das nice. Wir hatten kurz eine Aktion bei 4. Ja, und wir haben mit einmal alles fertig. Geil. Nice, das ist nice.
Zählt das jetzt als doppelt? Nee, nur Foto vom Geist. Schade. Nerven tue ich sie mal lieber nicht. Ach, warte mal. Hast du schon nach dem Ort geschaut? Nee, noch nicht. Kann ich gleich noch machen. Wo war denn der Knochen da nochmal? Wenn du die Treppe hochkommst, direkt gegenüber im Badezimmer. Ja, wir haben Orbs. Orbs sind bestätigt. Ich komme wieder rein mit dem Fingerabdruck. Teil. Ich weiß nicht, was mich bei dem Game auch so ein bisschen reizt, muss ich sagen, das ist, ja, es wird vielleicht repetitiv irgendwie, weil es sind halt irgendwie dieselben Geister und so. Wolfi, hi! Willkommen zurück. Aber es ist ja so, es ist quasi so nach dem Motto, gerade sind nur die Geister bekannt, ne? Aber es kann ja sein, dass irgendwann mal ein Update kommt, wo neue Geister reinkommen und dann weißt du so, okay, jetzt können neue Dinge auftauchen. Ich weiß nicht, ich finde das ganz geil. Okay. Ich check gerade mal, hat sie was angegrabbelt? Die Fenster? Nee. Nee. Da kann sie nichts mehr anfassen. Sonst war sie nirgendwo im Haus, oder? Nee. Also, als ich hochgekommen bin, war die Tür schon offen. Ansonsten war nicht. Temperatur ist auch minimal bei 3 Grad. Mhm. Es gibt ja auf EMF, das war einmal bis 4. 3,1. Ich gucke gerade mal bitte auf die Gradzahl. Ich habe den Namen vergessen zu gucken. Ich bin nicht mehr so lost. Willst du mal nach dem Namen gucken? Ja, kann ich machen. Bist du hier bei mir? Möchtest du mit mir reden? Oh, das war dumm. Bist du hier? Wie alt bist du? Möchtest du, dass ich gehe? Möchtest du mit mir reden? Da war gerade irgendwas. Linda. Linda heißt sie? Linda Brown. Linda Brown. Möchtest du mit mir reden? Möchtest du was in das Buch malen? Also ich spiele da hinten mit den Glötzchen. Sie hat da Glötzchen rumgeschmissen. Ich gehe da jetzt aber nicht hin. Passt ja zum Kind. Ja, ich gehe da aber trotzdem nicht hin. Ich komme mit dem EMF-Reader nochmal hoch. Okay. Irgendwo ist ein Radio an, oder? Da komme ich zugerannt. Ich habe eine Schockstarre gehabt, wo rückwärts gelaufen. Mensch, ich hatte Herzschlag. Alter. Geht's gerade? Ja, ist okay, ist wieder gut. Also, sie redet nicht über das Ding. Ich glaube nicht, dass es die Box ist. Sie kam aus der Ecke da hinten, wo sie das Radio gerade angemacht hat. Ah. Ob man da drauf Fingerabdrücke sieht? Ich kann mal gucken. Es ist halt ein Kind. Hieß das, die Fingerabdrücke sind sehr klein? Ich bin so doof, ich habe ein Foto gemacht. Ah, weiß ich nicht, ob der das so berücksichtigt. Ich weiß es nicht. Nee. Ja, bloß die Kugeln bis jetzt, ne? Ja. Mal was ins Buch. Das hab ich gerade aufgenommen. Achso. Oh, jetzt hat was ins Buch gemalt. Ja, sie hat. Während du es in der Hand hältst. Stirb. Ja, das ist sehr gut. So. Ich bring mal die Kamera raus. Ich lass mal das hier. Das Buch kann ich mitnehmen. Okay, wir haben zwei was. Dann mal gucken, was es noch sein kann. Also die Box wird es definitiv nicht sein. Sie kam ja auf mich zu und hat nichts mehr gemacht.
nicht nur hören kann, ich hoffe es. Meine zweite Kamera wäre auch nice eigentlich. Kannst du mich noch hören? Ich kann dich noch hören, ja. Ah, gut, gut, gut. Jural wäre Temperatur und Shades EMF. Dann tippe ich echt auf Shade, weil... Schon EMF 4. Dann tippe ich auf Shade, weil... sie ist halt... Sie kommt halt nur, wenn man alleine ist. Das heißt schüchtern. Ja. Bist du im Truck? Nee, ich bin wieder hier. Ich wollte sie mal ein bisschen ärgern, indem ich ihr Salz verstreue. Also tippe ich auf EMF. Ich würde sagen, sie ist schüchtern, weil sonst wird sie auch mit uns reden, wenn sie... War da gerade Atem? Nee. Enttäuscht. Linda. Ja, sie steppt hinter mir. Linda steppt hinter mir. Linda Brown. Guck mal, hier ist dein Bettchen. Hast du hier draußen das Licht ausgemacht? Nein. Was war's? Kälte und EMF. Okay, keine Fingerabdrücke mehr. Ja. Jura ist okay. Aber wollen wir auf Shade gambeln? Weil ich würde echt sagen, es ist ein Shade, weil sie halt nur auf alleine reagiert. Und sie zeigt sich halt so, wenn wir zu zweit sind, gar nicht. Ja, und es war ja schon einmal bei 4. Ja. Dann lass das rausgehen. Wo sie noch aggro wird und wir auf einer einfachen Mission unser Zeug verlieren. Zocker, lass das sonst. Ich sag dir, ich lass dich in so einem Raum, ich sperre dich da ein. Spiel nicht mit der Angst, wenn du selber Angst davor hast. Also gambeln wir auf EMF5 ist ein Shade. Okay? Moment. Wir haben die extra Aufgaben fertig, also... Läuft. Den Knochen habe ich auch fotografiert mitgenommen. Wurde vom Geist haben wir auch. Jo, ist ein Shade. 70 Mäuse. Richtig. Geil. 100 XP. Woohoo! Das läuft. Highschool fortgeschritten zu zweit. Nein. Nein, bitte nicht. Ja, warte mal. Nix extra reinpacken. Mal Standardausrüstung. Wegen der Daily-Quest. Da müssen wir gucken, wegen Temperatur. Wenn wir ein einfaches Gebäude machen, geht das. Ist nochmal das Holzhaus. Ein anderes, glaube ich, aber es prinzipiell. Da können wir jetzt aber nicht mit Thermometer nach dem Zeug gucken, ne? Das wird übel. Wie kriegen wir den Raum jetzt am besten raus, ey? Ich nehme die Orb-Cam und die normale Cam. Wir haben jetzt eine Taschenlampe nur, ne? Ach so. Oh, scheiße, das war dumm. Dann müssen wir zusammenbleiben. Nimmst du gleich die Infrarotlampe, bleiben wir direkt dicht zusammen. Also können wir... Aber... Ist das denn jetzt die kleine Taschenlampe? Das ist die kleine, ja. Die große ist extra. Die reagiert nur auf Personen, die alleine sind. Das heißt, wir suchen den Raum. Möglichst sind es EMF-Readers, den du hast. Ja. Ja. Boah, das wird widerlich jetzt werden. Du hast jetzt auch alle Plätze belegt, ne? Ja, aber ich müsste noch... Die normale Taschen... Ich hab ja noch Platz fürs Buch. Hast du noch Platz fürs Buch? Ich habe die normale Taschenlampe. Nee. Man hat wirklich dann ein Platz Stück für die Taschenlampe und zwei Gegenstände. Ja, aber ich kann das Buch ja nicht nehmen. Wolfi. Ich habe jetzt die Geisterbox. Ich habe schon drei. Doch. Ja, das Buch müssen wir dann... Oder ich lasse die Fotokamera. Ich habe die Fotokamera mit für... Wenn man der Geist halt auftaucht, so. Dann nehme ich das Buch noch mit. So, ich komme mit, ich habe die Taschenlampe. Wir machen überall Licht an am besten. Hardcore-Challenge. Profi-Mission, Solo, nur mit Standard-Equip. wir müssen jetzt an dir gehen, ne? Oder nach kaltem Atem gucken. Ja, das Problem war natürlich vorhin,
hatte eben Elfriede auch nicht sofort angesprungen. Da hinten ist Ausgang, oder? Hier nicht, nee, nee. Hier ist noch ein kleines Lager. Vielleicht schreibt sie auch während wir da rumlaufen ins Buch, das wäre witzig. Oh, die kleine Taschenlampe ist halt so useless, ne? Naja, aber besser. Ich glaube, sie war gerade hier hinter uns. Ja, sie steppt hier. Ich glaube, sie ist hier. Okay. Hier. Was du hier das so, hier. Also ich kann schwören, ich habe sie gerade gesehen. Ich glaube, sie ist direkt hier. Hier in diesem S-Bereich, hier in der Ecke. Oder in einem der Räume hier hinten. Aber ich habe sie gerade definitiv... Hier? Hast du gehört? Nee. Ich habe sie gerade schon definitiv steppen hören. Oh, das ist so eine richtige Challenge gerade, ey. What the fuck? Ich habe das schon mal gehabt mit Grundausrüstung, aber wenn du alleine spielst, fällt dir das gar nicht so auf, dass das eigentlich eine Herausforderung ist. Ja, ich glaube hier sogar so ein bisschen, habe ich sie gerade gehört. Oh. Hier ist der Knochen. Ja, dann würde ich mal für Foto mal gucken im Nachhinein. Ich habe sie schon wieder gehört. Ich nehme den Knochen einfach mal jetzt so mit, weil ich nicht weiß, ob wir da nochmal hier reinkommen. Hier hinten ist noch eine Tür. Oben. Telefon. Sie ist über uns. In dem Raum mit dem Telefon. Also ist sie... Ja, ist das der Raum von vorhin? Oder das Haus? Ich weiß es nicht, kann sein, ja. Ja, es ist das Dann Haus von... Ein Telefon ist direkt hier oben an der Treppe. Das glaube ich nicht. Telefon? Ich glaube, sie ist... Das hier ist hinten. Hier links, in dem Raum, wo wir vorhin waren. Warte mal. Aber hier ist EMF5. Nice, klar eintragen. Dann hier gleich oder was? Hier bei dem Telefon? Schreibe in das Buch. Ich pack mal, wo packe ich ein. Ja, sie steppt hier. Ich weiß nicht, ob sie hier steppt oder wo sie steppt. Ich pack mal, wo packe ich die Cam am besten? Ich glaube hier hinten hin. Dass wir den ganzen Raum sehen. So, perfekt. Denkst du, dass es hier ist? Ich habe jetzt nichts mehr mit. Soll ich dir mal die Taschenlampe hier lassen? Für den Fall, dass es das Licht ausmacht. Was jetzt ein... Den EMF-Reader kann ich jetzt sowieso weglegen. Ja. Weil wenn ich rausgehe und noch was hole, dann wäre es doof, wenn du alleine stehst und die macht das Licht aus oder so hier. Dann hole ich jetzt noch Stuff. Ich komme gleich wieder. Ich hole die Fotokamera auch. Ich gucke gleich nach Orbs. Ich mache das Licht hier aus. Achtung. Wir haben die Geisterbox. Okay, nice. Okay, ich guck gleich mal nach Orbs. Ich guck gleich mal nach Orbs. Gin könnte Orbs sein, ja. Wir haben Orbs. Wir haben Orbs, definitiv. Kannst rauskommen. Essen Gin. Aktivität 8. Ja, easy, nur mit der Grundausrüstung. Easy, nur mit Grundausrüstung. Jetzt können wir jetzt wieder richtig spielen. Jetzt haben wir die Daily-Dinger abgehakt, jetzt können wir wieder richtig spielen. Nice. Da hinten fliegt der Orb rum, ich sehe es im Hintergrund. Nice, Jin. Cool. Läuft doch gut. So, Bewegungssensor. Jetzt packen wir wieder hier richtig rein. Ja.
Kopfkamera können wir lassen. Den Sensor hast du schon? Ja, Bewegungssensor ist drin. Ja, Highschool ja, auf Profi. Ich würde mal sagen, EMF-Reader und Thermometer brauchen wir jeweils nur eins, ne? Ja, ich denke schon, zu zweit geht das. Da können wir uns das gut aufteilen. Ich habe das Anfängerhaus auf Anfänger auch gefunden. Ansonsten hätten wir noch das Asylum auf Anfänger oder Highschool auf Profi. Ja, klar. Vielleicht gibt es ja auch eine Kombi-Aufgabe. Asylum und Highschool gleichzeitig. Ja, natürlich. Ja. Aber nee, muss ja auf. Hey, Herzogger, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Blub ist heute auch nicht so, Blub kann heute auch nicht. Ist doch alles gut. Das Asylum. Eine Anstalt. Eine riesige Anstalt. Die Highschool ist Mapgröße Mittel. Das Asylum, also die Anstalt, ist Größe groß. Wir waren einmal drin. Wir haben es sogar geschafft. Es ist so riesig, du fühlst dich so verloren und alleine im Asylum. Asylum ist echt schlimm. Okay. Thermometer, Räucherstäbchen, Waschbecken, Charles Harris, Gruppen, perfekt. Also eine Klapse, ja. Aber ja. Wo du vorhin das mit den Dinosauriern gespielt hast und in den Raum bekommen, das habe ich gedacht, das wäre eigentlich auch was für Phasmophobia, wenn der Geist dann irgendwie mal so Möbel stapelt. Ja, das wäre cool, dass sowas ähnliches soll ja kommen. Ja, das wäre cool. Ja, aber ich muss sagen, also dieses Game, also ganz ehrlich, für 39 Cent, also derjenige, der das entwickelt hat, kann ruhig mehr verlangen. Also das ist ein gutes Game, denke ich. Kann ich dich noch hören? Hörst du mich noch? Ja. Ah, gut, gut. Ja, ich bin mir unsicher. Wie knarzt das? Hallo? Wenn die das Thermometer aber noch nerven, dann wird es ja richtig schwer. Okay, der Knochen ist schon hier. Den kann ich gleich fotografieren. Ah, hier ist es. 10 Grad. Okay. Warte mal. 10 Grad, ja, hier. Ist das hier? Kannst du mich hören? Ich hol mal. Wer bist du? Ich leg mal die Cam hier hinten hin. Warum bist du hier? Was macht ein Geist so den ganzen Tag lang? Ich würde bezweifeln, dass Geister dieselbe Verständnis von Zeit haben wie wir. Ich glaube, die sind sich dessen nicht wirklich bewusst. Du hast gar keine Taschenlampe mitgenommen, ne? Nein, habe ich nicht. Respekt, mutig. Alles klar, ich mach mal überall Licht aus, ja? So. Überlebe nur mit Infrarotlicht. Oh. So, schreiben das Buch. Ich hole mir schon mal den Knochen hier. Miep. Mal etwas in das Buch. Bist du hier bei uns? Zeige dich. Mach irgendwas. Hast du den Autoschlüssel mitgenommen? Dann hole ich den mal kurz für den Fall, dass das Ding das Auto anmacht. Sonst kriege ich Aggressionen. Hast du Tür zugemacht? Ja, ich habe hier einmal auf die andere Seite der Tür geguckt. Ich check mal kurz noch den Keller.
Muss man ja abgecheckt haben, den Keller. Kann man aber jetzt zumachen. Er geht ja eigentlich, gebe ich auch auf Gruppen. Habe ich das Thermometer hingeschmissen hier? 8 Grad, 6 Grad. Hast du die Kamera schon aufgestellt? Ja, die steht da. Hätte ich gleich. Ja. Ich hol meine Taschenlampe und guck nach oben. Jo. Bist da ging gerade eine Tür. Ja, das war ich. Das war ich. Bist du hier bei uns? Kannst du dich zeigen? Wie alt bist du? Wann bist du gestorben? Red doch mal mit mir. Licht flackert. Kannst du das Buch malen? Bist du hier bei uns? Kannst du das Licht einmal ausmachen, bitte? Besser? Ja, das ist besser. Okay. Der hat was umgeschmissen gerade. Hat das Buch weggeschmissen. Hat das Buch weg. Er hat geredet durch die Box. Ist die Box? EMF5. Wow. EMF5 und Box. Licht aus hat ihm gar nicht gefallen. Sekunde, ich mach da wieder Licht aus. Das heißt, Oni mit Geisterbuch oder Jin mit Geisterorb. Okay. Er hat dir gerade neben mir die Tür auf und zugemacht. Ich mach dir das Licht gleich wieder aus für Obst. Redet mit mir durch die Box die ganze Zeit. Bist du hier bei mir? Das finde ich schon sehr interessant. Was denn? Was du so erzählt. Ah. Also Buch und Obst können es sein. Ja. Das Buch hat er weggetreten, möchte ich anmerken. Warte mal eine Sekunde. Alter. Immer noch keine Orts zu sehen. Schreib in das Buch. Mal da rein. Zeige deine künstlerische Ader. Bist du hier bei mir? Kannst du dich mir zeigen? So, Blitz. Der hat keine, nee, der hat keine künstlerische Ader, ich merk's schon. Der Geist kann nix. Alter, hör auf damit. Kannst du das Buch malen? Oder kannst du dir Geisterobst erscheinen lassen? Indies, ist solche Obst? Nein. Der hat mich angehaucht. Oh, du bist bei 70%. Ja. Mal in das Buch jetzt. Wenn zweiter Drop, sag mal bitte Bescheid. Alter. Kannst du das Buch malen? Schreib da rein. Mann, mal jetzt da rein. Sei einmal in deinem Geisterleben nützlich und produktiv. Jetzt schreib da rein. Ja gut, wenn du echt keine Obst siehst, ne? Ich kann die Kamera maximal... Soll ich die Kamera nochmal umstellen? Können wir mal versuchen.
Sanity ist jetzt bei 60. Ich komme gleich raus. Hab ich mich jetzt erschrocken, als du ins Bild gelaufen bist. Ist die Cam an? Die Cam ist an, ja. Okay, dann komme ich jetzt raus. Machst du das Licht aus, wenn du gehst? Jo. Netter Versuch, Kollege. Alter. Irgendwas hat jetzt geflackert. So, jetzt aber. Jetzt ist aus, ja. Warte. Licht flackert. Ja. Aktivität bei 7 bis 8. Sanity. Ja, klein. Der will mich nicht hier rauslassen. Der mobbt mich voll. Immer wenn ich rausgehen will, macht er das Auto an. Alter, so ein Mobber, ey. Der übelste Mobber, sag ich dir. Immer wenn ich rausgehe, will, macht er das Auto an. Ja, du. Ich kann ja nochmal reingehen, jetzt nach dem Buch gucken. Ja. Also Obstchen keine da, ja. Nee. Da wird es das Buch sein. Oh, ich bin bei 55%, Alter, war die ganze Zeit bei mir. Mobber, ey. Meh. Voll der Mobber. Der scheiß Auto schon wieder angeschalten. Ja. Disco, woo! Wo liegt denn das Buch? Das sollte direkt vor dir liegen. Neben dem Auto rechts. Ja. Ist aber noch leer. Aha. Du kannst ja die Kamera maximal nochmal so hinstellen, dass sie zum Garagentor guckt. Einzig, was mir jetzt einfallen würde. Ich komme mal mit Räucherstäbchen rein. Ich bin jetzt auch mutig, weißt du was? Ich packe jetzt die Taschenlampe weg. Wo ist denn die Kamera? Wird den Indie mitgenommen, oder? Hast du die Fotokamera mit? Ah, okay, ich habe mich schon gewundert. Ich komme in den Räucherstäbchen rein. Jetzt räuchere ich ihn aus. Ha, Rache. So. Hinter dir! Der war so hinter dir. Leider zu spät fürs Foto. Ich habe ein heißt Mod eigentlich. Foto! Ah! Was bist du denn? Der hat schon wieder eine Axt in der Hand. Bitteschön. Ich bin raus. Ja, gut, ne? Ja. Ich meine, er hat immer noch ein Buch geschrieben, aber. Orbs sind auch nicht da, also ich würde vielleicht doch aufs Buch tippen einfach. Na gut, er ist jetzt nicht der Typ, der Poesie also umschreibt. Nee, aber er hat anscheinend auch keine Orbs um sich rum. Ich guck mal die Kamera nochmal. Obst sind's nicht.
Räucherstäbchen auch geklappt. Ich würde sagen, lass auf Buch gambeln. Ja. Ist ein Oni, obwohl. Also er ist schon aktiv, ne? Aber das passt eigentlich auch nicht. Ein Oni ist eine Halbdämon. Aber wir haben jetzt den Raum aus allen Richtungen mit der Kamera bestückt. Ja, dann lass uns auf Oni gambeln einfach. Obwohl ich halt. Die Kugeln sind manchmal so scheiße zu sehen, ne? Ja. Warum soll ich auf die Kugeln gambeln? Ich weiß es nicht. Was sagt dein Bauchgefühl? Ich habe da überhaupt keine. Ne. Nein, dann lass mal aufs Buch tippen. Ich glaube, oder siehst du da Obst? Oh, nö. Er hat nicht viel mit dem Licht gespielt, oder? Mit dem Licht? Da gar nicht gespielt. Ich habe immer gedacht, das wäre das Licht gewesen. Nee, das ist das scheiß Auto. Jins spielen ja mit Licht. Der hat gar nicht mit Licht gespielt. Dann wird es schon Oni sein. Oh, Oni ist ein Halbdämon. Na gut, er ist aktiv. Er ist schon aktiv, immer wieder mal. Ja, komm. Okay, ich hab's eingetragen. Ich auch. Hallo? Ja. Mach's gut, die Ghostbuster kommen gleich und töten dich. Der war schon ein bisschen eklig. Ja. Ich hab. Von Jin? Na gut. Ja, YOLO. Aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe noch nicht einen richtigen Jumpscare abbekommen, wo ich mich halt richtig erschrocken habe. Bis jetzt immer nur so halb, so, dass ich mich verjagt habe, aber nicht so einen richtigen. Jetzt heute? Ne, allgemein. Ich habe mich schon ein paar Mal so erschrocken, aber nicht so bäm erschrocken. Es hält sich noch in Grenzen. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Aber ich finde das auch viel reizvoller, diesen Schauer auf dem Rücken. Wenn man genau. Ne, ich finde es halt reizvoll, gerade so für mich auch. Ich weiß, dieser Moment mit diesem Jumpscare, wo ich mich komplett erschrecke und ich komplett lost bin. Dass ich richtig schreie. Ich weiß, der kommt irgendwann. Ich weiß noch nicht wann. Das macht mich kirre. Er wird irgendwann kommen. Ich habe Angst, wann der kommt, der Moment. Kruzifix, Waschbecken, EMF-Reader, Michael Martin, Gruppen. Perfekt. Dann snacke ich mir gleich das hier. Super. Ich habe daneben gegriffen. Hallo, das ist glaube ich das mit dem Dachboden, ne? Das ist das mit dem Dachboden, ja. Ja, stimmt, bei dem anderen ist die Tür da hinten. Bei dem Dachboden bin ich mir auch nicht sicher, ob der als ein Raum gilt. Ich weiß es nicht, aber muss ja, oder? Ob der, so wie zum Beispiel die Küche. Nee, ist nicht der mit dem Dachboden. Nee, ist nicht das mit dem Dachboden. Einfach nicht. Hä? Creepy. 13 Grad. Zwölf Grad. Hab den Raum, ist die Küche. Bin auf dem Weg. Er steppt hier auch schon. Er hat hier gerade schon Türen geöffnet. Ja, hab ich gehört. Er hat die hier, wo du gerade durchkommst. Ich glaube, das ist die, hat er gerade geöffnet. Ja, genau, die hat er gerade geöffnet. Wie hoch? 2. Ich tu mal Thermometer hier hin, ich hol mal noch Stuff. Kamera steht schon. Wenn wir das Licht ausmachen, könnte ich gleich mal gucken. Boah, ich bin gespannt, was der Entwickler als nächstes reinbringt. Ich bin ja echt gespannt, ne?
da echt ein bisschen Bammel. Aktivität ist recht gechillt. Oh, scheiße. Ich bring Stuff rein und hol gleich nochmal dein Stuff. Kannst du mich noch hören? Entschuldige, ich muss immer ab und zu mal testen. Ich höre dich, ja. EMF ist momentan bei 3. So, ich leg das mal, wo leg ich's? Ich leg's mal hier hin, oben hin, das Buch. Malen das Buch. Ja, du steppst hier neben mir. Kannst du mit uns reden? Möchtest du mit uns reden? Oh, scheiße. Ich leg das auch mal hier hin. Alter. Ich leg das hier hin, habe ich gesagt. Die Tür zu öffnen, hast du Schwarzlicht dabei? Hat die Türen angekratzt? Ja, aber... Da war nicht. Warte mal, Minustemperaturen. Ich glaube, ich habe gerade meinen Atem gesehen. Ja, Minustemperaturen. Ja, ich auch. Gut, können wir, ich hol noch Kamera und so. Und ich gucke gleich wegen Obst. Ja, die Anfängermission, wir kriegen die Slow and Steady hin, das ist echt gut. Bisschen Geld, bisschen EXP. Ab und zu raten wir mal falsch, wenn es halt hart auf hart kommt, aber okay, ne, kannst nichts machen. Fotokamera, die Kamera. So. Ich glaube, ich setze das nochmal um. Ich glaube, ich setze die Kamera nochmal um. Ich werde die Orb-Kamera nochmal anders setzen. Wir haben nur die Gefriertemperaturen bis jetzt, ne? Bis jetzt nur Gefriertemperatur, ja. Ich habe mal ein Kreuzchen gelegt. Oh, ich bin erschrocken. Mach doch nicht diesen. Oh, hust doch hier nicht so rum. Oh. Ich hab gedacht, ich hätte das Mikrofon abgestellt. Nein, hast du nicht. Oh, ja, ich bin erschrocken. Oh, Scheibe. So, die stelle ich noch. Das ist ein Kratzen im Hals. Oh, nee, tut mir leid. Ich habe mich voll erschrocken. Hat ihr auch Sachen umgeschmissen? Nee, bis jetzt nur hier das vorne die Flasche so ein bisschen rumgeschoben. Ich glaube, ich setze das Buch mal in die Mitte. Bist du hier bei uns? Kannst du das Buch malen? Kannst du dir uns zeigen? Kannst du mit uns reden? Das wäre natürlich noch besser. Ich habe schon noch das zweite Kruzifix und mach dann die andere Tür, weil er steppt ja oft an den Türen lang. Wir können ja mal Licht anmachen, mal gucken, ob er das mag oder nicht. Wenn er das wieder ausmacht, mag er es definitiv nicht. Ich hole mal das zweite Kruzifix. Und Salz. Ja. Ah, die Kamera behalte ich mal lieber in der Hand. Dass ich gleich ein Foto machen kann, wenn ich den sehe. Schmutziges Wasser in dem Waschbecken müsste man auch noch fotografieren. So, noch so ein Kruzifix. Ich finde das Wort so lustig, ich weiß nicht warum. Es ist der gleiche Axtmörder von vorhin. Hast du ihn gesehen? Ja. Er stand genau hier und hat gemacht. Ah, okay. Hat dich angerülpst, meinst du? Ja. Der da! Hab ich fotografiert. Hallo Herr Axtmörder. Bleiben Sie mal stehen, ich brauche einen Kruzifix. Ah, verdammt. Ich wollte es mit dem Kruzifix anwerfen. Ja gut, also ein Foto von Ihnen haben wir schon mal. Und? 4. 4.
Bist du hier bei uns? Möchtest du mit uns reden? Rede mit uns. Mal was in das Buch. Du bist doch nicht so schüchtern. Du reagierst auf Gruppen. Hallo, hallo, hallo? Kommunikation, bist du da? Ich nehme das Kruzifix nicht an. Ich sag, ich schmeiß dich damit ab. Nein, das sage ich nicht. Am Fenster auch nicht? Nee. Wir haben gar nichts, bis auf das Gefriertemperatur gerade. Der ist hartnäckig. Welche Tür geht auf? Die hier. Moment, also ne, warte mal, das muss nur auf die Reflexion. Bist du hier bei uns? Kannst du das Buch malen? Also wenn der einfach so steht und so Geräusche macht, erschrecke ich mich eigentlich schon nicht mehr so wirklich vor, ne? Oh lol, da ist der gesteppt. Was machst du? Ja, wobei den Typen finde ich schon massiv unheimlich. Ja, der ist massiv unheimlich, da stimme ich dir zu. Ah, du, hier, ne? Da, bitteschön. Der hat mich mass, der hat mich richtig angehaucht. Kannst du nach Obst gucken? Ja. Du bist bei Sanity 80. Mich hat er so ein bisschen gedroppt auf 60. Du kannst ja Pillen nehmen. Sieht doch seine Achsen. Man sieht diesen Nebel manchmal so. Momentan keine auf. Kannst du das Buch malen? Sei mal nützlich in deinem Geisterleben, Herrgott, nochmal. Vor die Ghostbuster kommen und dich fertig machen, Kollege. Das ist mein Atem. Okay. Der malt aber auch prinzipiell nicht in das Buch oder redet auch nicht mit uns. Er hat ins Buch gemalt. Entweder ist es ein Jurai mit Geisterorb oder ein Dämon mit der Geisterbox. Ich tippe wieder auf Kugel. Dass wir die wieder nicht sehen, wie gerade bei dem Gin. Ja, kannst du Licht ausmachen? Ja, Moment. Besser? Perfekt. Das mit der Geisterbox hat er gar nicht geredet. Ja. Ich kann die wiederum nochmal anders setzen, dass wir genau die andere Seite des Raums sehen, zur Not. Wir bräuchten bei denen echt noch mehr Kameras, glaube ich. Ja, dass man einfach nur umschalten muss. Ja, dass man so zwei dass man später dann immer so wirklich so zwei Seiten sehen kann. Dann würde ich die auf die andere Seite setzen. Oder vielleicht davon auf die Propan, aber sieht man nicht über die Küchenzeile. Haben wir noch ein Stativ mit? Nee, haben wir nicht. Schade, jetzt wäre es geil. Nee, aber ich müsste eins haben, kann ich beim nächsten Mal einpacken. Ja, ich bin bei 80%. Auf der anderen Seite des Raums, also links. So wie wir jetzt von der Kamera gucken, links ist ein Tisch. Da könntest du dich draufstellen. Ich würde eher die Seite gerne sehen, weil die sehen wir nämlich gerade gar nicht. Ach so, ja. Okay. Ich würde das vielleicht auf den Kühlschrank setzen und in die Richtung zeigen lassen. Oder auf den Kühlschrank, ja. Könnte ich gucken. Also wenn es Dämon oder so ist, dann wird er heftig. Aber so heftig ist er nicht.
Denke ich. Hoffe ich. Kannst du durch die Kamera gerade durchgucken? Siehst du jetzt durch die Kamera was? Du musst B drücken. Ah, hier. Im Diskruzifix. Hast du mich gehört? Ja, hab dich gehört. War das in der Ecke dort, wo wir jetzt die ganze Zeit nicht hingeguckt haben? Bei dem Tisch? Ja. Du musst echt den ganzen Raum abgucken. Hast du eingetragen? Ich glaube, das ist eine Videokamera. Du musst echt immer den ganzen Raum sehen können. Ja, das war jetzt über dem Tisch praktisch. Krass. Ja, das ist ein Jurei. Wieso habe ich nur das Farmhaus die ganze Zeit? Boah. Finde ich aber nicht so geil. Ich muss ein UV-Licht kaufen, eine Videocam kaufen. Ich kaufe gerade mal noch ein bisschen extra Stuff. Taschenlampe. Kaufen. Ich tue mal noch eine zweite Videokamera dazu packen. Tust du Räucherstäbchen und so mitnehmen? Ja. Gut, dann nehme ich das andere Stuff ein bisschen mit. Wir haben wieder das blöde Farmhaus. Oder gibt es noch was anderes? Aber wir hätten noch ein anderes Haus mal. Mal mit Abwechslung. Das Holzhaus ist so... Ja, gerne. Weißt du, ob da auf dem Tisch immer die Axt liegt? Oder war das jetzt nur, weil wir den Axtmörder hatten? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das weiß ich echt nicht. Es wäre ein cooler Hinweis, wenn das so wäre. Die ist mir vorher aufgefallen. Da habe ich gedacht, das wird ja eigentlich passen. Ja, und dann stand er halt wirklich da. Es wird einfach, was mir persönlich bei dem Spiel noch gefallen hat, hört mich gerade nicht. Ich sag's gleich, wenn Indy mich wieder hört. Mir ist mir was eingefallen, was ich bei dem Spiel noch sehr feiern würde. Und die Map wird ein bisschen dauern, die ist ein bisschen größer, ein kleines Stück. Die ist nicht ganz so easy. Heute haut mein Internet aber hin oder irgendwas ist, also heute haut alles hin. Bin ich sehr beruhigt. Steht um 1, ne? What the fuck? Hi. Weißt du, was ich bei dem Spiel auch sehr feiern würde, muss ich sagen? Wenn man selber wirklich so eine Art, dass man seine eigene Organisation gründen kann, quasi. Und dann halt die denen einen Namen geben kann oder so. Das wäre cool. Und die dann leveln kann. Lisa Garcia alleine. Hm, ja, klar. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ah, gut. Naja, lieber einen Check machen. Wo wir uns dann nicht hören. Ja, aber bis jetzt hat es einwandfrei. Ja, heute funktioniert es gut. Ich bin oben. Ja, ich fände schon cool.
Ich fände schon cool, wenn sie das Thermometer nerven würden. Ich fände es echt schon gut. Du findest den Raum halt zu easy. Klar, es ist gut, aber irgendwie auch nicht. Da musst du halt anders vorgehen, wenn du den Raum das halt nicht so finden kannst. Du musst also in jedem Raum so eine Videokamera aufstellen. Und so. Ist halt schon geil. Aber er steppt hier irgendwie gerade. Ich höre ihn aber immer wieder steppen irgendwie. Das bin nicht ich, der über die läuft. Nee, das bist nicht du. Ich würde irgendwie auf dem Flur tippen. Oder Keller. Also oben sind keine EMS-Signale. Ich glaube Keller ist es. Keller oder... Nee, Flur, glaube ich. Das ist echt der Flur oben. Ich tippe echt auf Flur. Flur habe ich jetzt nichts gehabt. Weil hier höre ich Steps. Hier unten ist nichts gerade gewesen, glaube ich. Ich hatte irgendwo gerade so 12,9 mal ganz kurz. Das war irgendwo hier. Ich check noch mal oben mit Temperatur. Ja, mach das mal. Das EMF ist jetzt nicht wirklich zuverlässig. Draußen ist auch noch ein Teil. Ja. Wir haben ja zwei hier mit. Ja, das EMF ist zum Suchen nicht so geil. Schon gemerkt. Hier unten knarzt es doch. Naja. Boah, überall knarzt es halt auch so, ne? Gerne kleinen Bäder hier überall noch mit drin, ey. Ja, wenn man schon so ein Haus hat, dann muss auch jedes Schlafzimmer sein Badezimmer haben. Er hat die Hauptstromzufuhr gekappt. Ich wollte gerade sagen, da ist doch irgendwo Licht ausgegangen. Überall, er hat's. Gecuttet. War die unten? Ich weiß nicht, ob im Keller oder ganz. Oder Garage gab es hier nicht, ne? Doch, Garage gibt's. Okay. Da war auch die Tür auf. Bist du da nicht drin gewesen? Ach doch, in der Garage war ich. Doch, ja, stimmt, Garage gab's. 13 Grad, irgendwie hier. Ich habe EMF-Signal im Klavierzimmer. 12,9, ja, irgendwie hier in dem Bereich. Er hat hier gesteppt, definitiv, er ist hier oben. Er ist hier im Flurbereich irgendwie. Er ist irgendwie hier so, glaube ich. Er hat direkt hinter mir gesteppt gerade. Hier. Er hat schon wieder hier gesteppt. Er ist irgendwie hier so. Ich kann keinen direkten Raum ausmachen, aber irgendwie... 12,8 hatte ich gerade schon wieder irgendwo. 12,7. Hier. Hast du gerade gehört? Der hat genau hinter uns gesteppt. Also das Signal habe ich definitiv hier in dem Raum. Er ist irgendwo in dem Bereich. Ich habe die Kamera mal da hinten hingesetzt.
Können wir auch die zweite holen und mal gucken. Ich lasse das mal hier. Ja, kannst du mich hören? Der vorne gesteppt, der ist hier irgendwo. Da bin ich selbst zusammengezuckt. Bei was bist du selbst zusammengezuckt? Hast du dich etwa erschrocken, Zocker? Irgendwo geht ein Handy. Okay, wo? Unten oder oben? Ich hab's noch nicht gesehen. Das Handy ist hier im Flur. Ja, da hab ich die Kamera so hingesetzt. Ich tu mal da vorne, glaube ich, die andere hin und guck mal, dass wir hier so durchgucken können. Ich müsste auch das Stativ eingepackt haben. Er hat hier gerade die Schublade geöffnet. Rede mit mir. Ich hol mal noch Zeug. Wer bist du? Wenn wir Licht ausmachen, kann ich schon mal hier rumgucken. Ob ich irgendwas sehe. Reagiert er sowieso noch, glaube ich, auf alleine. Also Obst sehe ich auf dem ersten Blick keine aus den beiden Kameras, die ich im Flur rumgesetzt habe. Okay, der Geist ist schwierig. Der Geist ist ein bisschen schwierig. Irgendwo gehen jetzt hier Türen. Ich gucke gleich mal nach Türen. Ich will bloß mal ganz kurz das umsetzen, dass ich diesen Bereich hier hinten sehe. So, welche Tür ging? Was für ein Ausschlag? Ja, aber nur zwei. Wenn er oben ist, haben wir halt die Arschkarte gezogen, ne? Aber ich glaub's nicht. Er steppt hier unten. Nee, da ist auch das EMF. Wenn du das EMF-Signal irgendwo hast, ist das, glaube ich, schon safe, dass der auch da ist. Hat irgendwas umgeschmissen, ich hab's gehört, aber ich weiß nicht wo. Ich glaube, er hat das Buch weggekickt. Ne, hier hinten, er ist hier hinten. Er hat, das, hat glaube ich, den Schuh hier hinten weggekickt, ein Stück. Ob sehe ich momentan, weder auf der einen noch auf der anderen Kamera. Ich glaube, den Schuh hat er da weggekickt gerade. Wetter hinter. Dankeschön. Entschuldigung. Dankeschön. Entschuldigung, ich lade dich nicht mehr von der Kamera rum. Es tut mir leid. Ich glaube, der ist hier hinten. Kein Problem. Kannst du Licht einmal ausmachen? Jetzt sehe ich nämlich gerade gar nichts mehr. Danke.
Kiste hier. Den kann ich mitnehmen, scheiße. Er hat eine Stube im Bild runtergeschmissen, sehe ich gerade. Er tut hier im Flur Schuhe hin und her schmeißen. Dann komme ich nochmal rein mit dem EMF. Ja. Ist direkt hinter der Haustür hier. Die Schuhe hat er gerade hin und her gekickt ein bisschen. Und die da hinten stehen, die Schuhe hat er auch rumgekickt. Ja, aber eben maximal bleibt es zwei im Moment. Ich schmeiß die mal. Was machst du? Bist du hier bei uns? Kannst du uns Buch malen? Wenn das ja nicht die Stelle ist, ne? Das wird schon hier sein. Aber die Temperatur ist nicht unter 10. Warte mal, ich guck jetzt nochmal nach. Es ist ja schon ein bisschen her jetzt, ne? Doch, 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 hier. 7. Okay. Hier hinten, ah, 7,6. Ja, das ist schon hier. Hier in diesem Bereich möglich, wo wir das Buch liegen haben. Irgendwie hier so. Er ist schon hier. Definitiv. Ich guck nochmal nach Obst. Vielleicht, warte mal, vielleicht kann ich die andere Kamera noch. Ich setze die andere Kamera noch in einen anderen Winkel. Er kriegt hier vorne die Schuhe hin und her. Nein, stopp. Ah, doch, jetzt habe ich 3. Mann, ich will die Kamera. Ich wollte die Kamera hier drauf richten. Dann mache ich so hier. Schon wieder irgendwas umgeschmissen. Er hat ins Buch geschrieben. Ja, nice. Okay, mache ich ein Foto von. Perfekt, danke schön. Einmal Buch, ist ganz nett von dir, Kollege. Du müsstest jetzt noch das eben etwa 5 bringen können oder so. Ich gucke nochmal nach Orbs jetzt, denke ich. Ja. Ich gucke mal nach unserer Sanity. Wir sind beide bei 40. Komm mal bitte raus. Ich weiß nicht, wir wissen ja nicht den genauen Punkt, wo er halt ist, ne? Wo er halt gebunden ist. Kann er sonst wo sein. Ich geh mal die Räusche. Ja, so rum, dann schwer zu sagen, ob der, der jetzt als ein Raum gilt oder ob der geteilt ist irgendwie. Ich mach da mal Räucherstäbchen ein bisschen hier. Wo bist du? Da waren die Räucherstäbchen alle. Ich glaube, es hat gezählt. Bist du hier bei uns? Kannst du dich uns zeigen? Du hast ganz wunderbar ins Buch gemalt. Aber wir brauchen noch mehr Hinweise für dich. Ich frage, ob wir mal nach oben gehen, checken, aber ist halt hier unten. Nur hier finden wir halt nichts Konkretes. Ja, das ist nicht einfach diesmal. Ich könnte Salz mal verstreuen und gucken, wo er langläuft.
Er droppt dann unsere Sanity schneller, als wir die Hinweise finden. Das ist halt nicht gut. Also, dass wir jetzt vorhin so weit unten waren, hat mich überrascht. Wir sind schon wieder bei 70. Also noch über 70, aber wieder bei 70. Schütt mal eins dahin. Mal eins dahin. Eins dahin, dass wir ein bisschen sehen, wie er sich bewegt. Das war schon ein Kruzifix. Gucken wir mal, ob wir damit ein bisschen ärgern können. Räucherstäbchen hat gezählt. Gut. Also Räucherstäbchen hat schon mal gezählt. Prima. Wir können auch den Bewegungssensor zur Not mal anbringen und gucken, wo, ob er sich da irgendwo bewegt. Ich weiß das mal hier. Da vorne hat sich rumbewegt. Wo bist du? Zeige dich uns. Hat sich nicht einmal gezeigt, ne? Gar nicht. Nee. Auch für den Buch war jetzt auch mal nicht. Nee. Er hat hinter mir gesteppt. Bist du hier? Kannst du dich mir zeigen? Hallo? Aber er ist nicht. Er ist halt null aktiv. Er ist halt gar nicht aktiv. Du bist schon wieder bei 60, ne? Ja. Könnte das irgendein Zeichen sein? Dass er krass Sanity droppt? Ich weiß es halt echt nicht. Und wir brauchen langsam Hinweise, weil sonst. Hast du das Licht hier ausgemacht im Flur? Nein, als ich vorhin auf die Kamera geguckt habe, war es noch an. Sie steht vor mir! Hast du die Infrarotkamera? Die Schwarzlichtkamera, Entschuldigung. Sie hat hier vorne das Licht ausgemacht. Also wenn da ein Fingerabdruck ist, direkt hier der Lichtschalter links. Ich habe sie gesehen, ich habe ein Foto von ihr. Oh, ich vergesse immer, ihr seht das ja gar nicht, ne? Sie ist hier durchgesteppt. Ist sie noch im Boden Fußspuren? Sie stand dort in der Ecke. Sie ist so hier hinten durchgesteppt einmal. Wir haben halt nichts weiter, nur ein Hinweis, das ist halt nichts. Ich glaube, bei Phantom steht irgendwas wegen. Keine Fußspuren? Nee. Steht auch was mit keine Fußspuren? So. Bei irgendjemandem steht auch was wegen keine Fußspuren, ne? Wenn es dasselbe ist, wäre es interessant. Ah, Phantom senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Habe ich ja nicht gemacht. Warte mal, ich hab's angeguckt jetzt. Nein, das ist es nicht. Phantom. Fotografieren Sie das Phantom, verschwindet es temporär? Das war ja auch nicht. Nein, das war auch nicht der Fall. Ein Gespenst berührt nie den Boden, wodurch er nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Könnte es ein Gespenst sein? Ja, weiß ich nicht. Wird er dann überhaupt das Salz? Nein, es kann also kein Salzhaufen sein. Dadurch, ja. dass wir ein Bucheintrag haben, kann es kein Gespenst mehr sein schon. Gespenst ist auch schon raus. Stimmt. Scheiße. Ja. Aber was ist es denn dann? Macht halt so gar keinen Sinn. Das ist der erste Geist, der richtig nervig schwer ist. Hast du eine Idee? Nee, ich lese mir gerade die
die Stärken und Schwächen durch. Die ist auch null aktiv, wenn wir drinnen sind. Also wenn wir nicht drinnen sind. Es gibt Geister, die sind ineffektiv, wenn niemand bei ihnen ist. Ja. Das wäre? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Das könnte ein Hinweis sein, vielleicht. Sie ist null aktiv, wenn wir nicht dabei sind. Unis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Ja. Das wird ja passen. Aber war er sehr aktiv, wo wir da waren? Juris haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Wenn sie den Raum des Jurais ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Wir haben ihn ausgeräuchert. Das wäre Orb und Gefriertemperaturen. Der Bewegungssensor ist auch aktiv. Ja, hat sich gerade bewegt. Er war auch gerade mal auf 1. Jetzt ist er gerade wieder auf 1. Ich sehe dich im Haus. Die Salz, Gefriertemperaturen. Oder ist das immer noch der Räucher? Nee, Räucher ist aus. Räuchern ist definitiv aus. Gefriertemperaturen? Indy? Ja, er hat mich gerade angehaucht. Ich würde sagen, ich habe Atem. Wie ist meine Sanity? 57, ich bin auf einmal wieder auf 90. Ich weiß nicht warum. Also ich wurde gerade im Flur angehaucht und ich würde sagen, da waren auch Gefriertemperaturen. Ich habe meinen Atem gesehen. Da wäre es Dämon oder Jurai. Und aufgrund der Sanity Drops würde ich Jurai sagen, oder? Was wäre noch? Jurai wäre... Aber da müssen wir einen Orb noch sehen. Ja, wir haben den genauen Punkt nicht. Ein Geisterbox wäre Dämon. Aber Dämon ist doch Jurai. Das würde mit den. Der Bewegungssensor ist. Wir haben definitiv Gefriertemperatur. Der Bewegungssensor ist gerade angesprungen, sie läuft gerade durch den Flur. Also ich glaube, dass es ein Jurai ist, weil ein Dämon, da steht euch Stärken, greift viel öfter an. Das macht er halt bis jetzt gar nicht. Aber er hat unsere Sanity ja richtig krass gedroppt. Also da tippe ich auf einen Jurai. Ein Dämon, dafür ist er nicht aktiv genug für einen Dämon. Ja. Oder? Also wir können das entweder tippen oder du müsstest nochmal ja. Noch mal mit der Geisterbox versuchen. Ich kann es versuchen. Komm ich jetzt, glaube ich. Ne, lass mal lieber. Ich habe das Licht angemacht, hat instant Licht ausgemacht. Und es sind Gefriertemperaturen. Ja, definitiv. Passt du auf meine Sanity auf? Ja, ist noch über 90. Er war jetzt gerade mal sehr aktiv bei... Bist du hier? Jetzt ist aber wieder runtergegangen. Bist du bei mir? Kannst du mit mir reden? Wo bist du? Hallo? Möchtest du mit mir reden? Irgendwo eine Tür geöffnet, ich weiß noch nicht wo. Bin gerade echt sehr angespannt. Bist immer noch über 9. Naja, wow, gerade nicht mehr in meiner Nähe. Hallo, hallo, hallo. Ist jemand da? Bist du bei mir? Kannst du mit mir reden? Guck mal, ich mach überall das Licht an, das nervt dich doch tierisch, oder? Du hast doch das Licht.
Hat instant überall das Licht ausgemacht, komplett. Er redet nicht mit mir. Er redet halt null mit mir. Ja, das war bei mir auch. Und er ist aktiv gerade gewesen. Ich würde auf Yuri gamble. Boah, Alter, wie der das Licht immer ausmacht, ja, das ist so... Ja, hörte sich das auch so an. Weil ich glaube, wir haben ja wieder gerade genau nicht genau diesen Punkt, wo die Orbs sind. Vermute ich mal ganz stark. Ich weiß auch nicht, wonach sich die Orbs richten. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo er an diese Welt gebunden ist, quasi. Ja. Der ist ja sehr oft durch den Sensor gelaufen, oder macht er immer noch? Macht er jetzt gerade schon wieder, ist wieder durch den Sensor. Er läuft sehr oft im Flur rum. Aber ich hatte ja eine Kamera auf dem Flur gerichtet anfänglich und da war nichts. Ja, ja. Erinnerst du dich, wir hatten mal zu viert, oder zu dritt oder zu viert, wo wir Blub gespielt haben, da hatten wir doch mal eine Mission, da waren die Orbs dann so auf der Treppe noch zu sehen im Nachhinein. So halb oben. Was, da warst du auch dabei, ja, oder? Ja. Ja, irgendwie sowas. Das war, ich glaube sogar dieses Haus. Das ist dieses Haus gewesen, ja. Also die Orbs können manchmal, also ich sage, es sind echt Orbs. Ich denke, es ist ein Yuri. Weil ein Dämon, dafür ist es nicht aktiv und aggressiv genug. Ja, ich habe jetzt Yuri eingesetzt. Ich auch, so, wenn das jetzt ein Dämon ist, ne? Wir haben sogar ein Foto, das heißt, es gibt Geld. Hab ich gesehen. Ja, ist richtig. Foto von... Ja, bist ein Yuri. Wenn du auf die Tafel guckst, ab einem gewissen Punkt, wenn die Tür dann zu ist, dann wird das oben durchgestrichen wie abgehakt, wenn man es rausbekommen hat. Ach, oh, ja, okay. Das ist mir schon aufgefallen. Das siehst du, ob du richtig liegst oder nicht. Tanglewood Street Profi. Nee, das machen wir alles. Profi machen wir. Highschool Profi. Ich habe nur Profi. Asylum Profi. Das würde ich gerne erst im Halloween machen. Nochmals das andere Haus Profi. Ja, vor allen Dingen Profi erstmal, vielleicht sogar dieses Anfängerhaus. Ja, ich hab alles, also ich hab selbst das Treehouse von gerade auf Profi, ich hab nur das Playsdale Farmhouse auf Fortgeschritten. Ich hab nix auf Anfänger. Soll ich kurz rausgehen, wieder reinjoinen? Vielleicht hast du was Besseres? Ja, können wir ausprobieren, ja. Ich mach hier nix auf, Steuerausrüstung überleben hat nix nicht funktioniert. Oh, das ist aber schade. Einmal also beitreten. Hi. Hi. Ja, ich habe tatsächlich Edgefields Haus oder Farmhaus auf Anfänger. Ja, super da aus. Auch nur Profi. Such was aus, ich bin dabei. Sehr knifflig, ja. Ja, war überaus knifflig. Die gerade war echt knifflig. Ah, ich glaube, das sind sogar jetzt schon wieder das Gleiche. EMF, Räucherstück und Kruzifix. Das Kruzifix habe ich noch nie geschafft. Personen, die alleine sind, war ja klar. Jupp, es wäre dasselbe Haus. Aber ich glaube, wenn du sowas in echt machst oder dir das so als Hobby machst und das wirklich halt wirklich machst, ich glaube, das ist sau spannend, wenn du ständig solche Aufträge bekommst mal. Könnte ich mir sehr geil vorstellen als Hobby, wenn du das wirklich machst. Ich frage mich, ob die Leute, die das machen, alle auch wirklich daran glauben. Ich glaube, es gibt bestimmt nur viele, die nicht dran glauben und darum mitgehen. Und wenn die dann aber was erleben, dann sind die aber... Ich habe jetzt hier im Flur schon EMF 5. Jo, nice, ich komme hoch. So ein Geist mag ich, das könnte ein sehr sympathischer Geist werden. Hier hast du schon EMF 5.
Warte, ich guck mal in die Zimmer. Hier im Flur. Steh neben dir. Hier ist der Knochen. Okay, gut zu wissen. Hier im Knochen ist wieder nichts. Hast du hier drin das Licht angemacht? Nein. Er ist hier drin. Easy, er ist hier drin. Ich packe meine Kamera hier hin. Meinst du, der ist hier im Badezimmer? Ja, er ist hier im Badezimmer. Ich habe ein paar Steppen gehört und hier ist die Temperatur ein bisschen 10 Grad, 10, 6, 10, 3. Er ist hier. Aber ich hätte jetzt gesagt, er ist hier in dem Raum. Naja, er war. Also, ich glaube, das EMF, er bewegt sich ja durch den Raum. Wenn du halt da bist, wo er gerade eine Aktion macht, das kann auch nicht in seinem Raum sein. Dann legt das EMF aus. So was EMF ist zum Finden nicht so geil. Er hat irgendwo eine Tür geöffnet. Ich nehme schon mal die Kamera mit, für den Fall, dass wir es sehen. Ein Foto vom Geist gibt gut Geld. Das ist immer das Erste, was ich eigentlich mitnehme, so Kamera auch. Alles für Geld. Money, money. So, mal das Buch. Male Buch. Du mal ein Buch. Die hat das, du hast das Licht nicht angemacht, die hat das selber angemacht, ne? Ja, ich war in dem Raum ja gar nicht drin. Würde ich jetzt schon wieder auf Gin tippen, weil nur ein Gin macht Licht selber an. Weil er mit dem Licht spielt. Hier war gerade eine Tür schon wieder. Irgendeine Tür, ja. Ja. Mach hier mal ein bisschen überall Licht an. Irgendeine Tür hat er gerade wieder angegrabbelt. Ja, aber da ist nichts. Knochen war hier. Oh. Wow. Entschuldigung. Danke. Ich hol mal noch was. Reagiert er eh nur auf alleine. Ne, der bekanntesten ja, deutschen Truppen. Die Box habe ich jetzt gerade nicht dabei. Ich bring die Box gleich mit hoch. Er hat ins Buch geschrieben. Nice, ich mach gleich ein Foto. Revenant oder Shade? Er hat geredet in der Box. Ah, okay. Oh, easy, nice, go. Nice move, dankeschön. Die Ghostbuster kommen gleich und töten dich. Viel Spaß. Ja, nee, brauchst nicht mehr sagen, dass du erwachsen bist, ist uns egal. Ja, mal, es nee. Gibt halt so Quatsch. Ja, Anni, Nachti, ich schlaf schön und träum was Schönes. Gute Nacht, Leani. So, Box haben wir und Buch haben wir. Ja, ein Oni. Das ist ein Oni. Nice move. Wenn da extra Zeug. Okay, Kruzifix, ein Räucherstäbchen, was man machen kann. Räucherstäbchen, ja. Naja. Kruzifix finde ich verdammt schwer. Ja, da muss es halt berühren, aber das ist halt. Oni, easy. Jetzt habe ich das Anfängerhaus auf Profi, ihr Mahlzeit. Oh, hier Anfänger. Also eins können wir gern noch machen. Ja, weil ich werde jetzt langsam auch müde, aber eins schaffe ich noch. Eins können wir gern noch machen. Zweite Videokamera noch dazu ich packen. Achso, Stativ habe ich vergessen, glaube ich, ja. Stativ. So, Foto vom Geist, Kruzifix, Thermometer, Sandra Brown, reagiert auf Gruppen, perfekt. Selbe Haus. Den Cursor könnt ihr ein bisschen anders gestalten, weil ich habe manchmal Schwierigkeiten, den Lichtschalter zu finden. Ja, ich auch. Oder einfach, dass man ihn designen kann, dass man farblich machen kann oder so. Ja. Da ging irgendwo eine Tür. Ah, ich hab hier schon wieder Signal. Ich komm. Wo?
Ja, mehr im Flur als in dem Raum. Hier. Oder? Warte. Warte, warte. 12. Licht ist schon aus. Nee, hier nicht. Ja, ich glaube, es ist das Kinderzimmer. Bin mir aber nicht sicher. Was war's? Hörst du mich noch, Indy? Ich höre dich, ja. Ah, gut. Entschuldige, bin auch nervös. Ich war so verdient, ich hab doch keine Antwort. Nein, stimmt. Ja, 10 Grad, 10,4. Ja, wird schon hier sein, denke ich. Zehn Komma neun, elf, 9,4. Hast du das gerade gehört? Indy, da bitte, dass du das gerade gehört hast. Ja. Da war ein Kinderlachen, hast du das auch gehört? Nee, das Kinderlachen nicht. Ich hab gedacht, ich hab EMF5. Okay, da war ein Kinderlachen. Ich schwöre, da war ein Kinderlachen. Kinderlachen ja schon mega gruselig. Sie hat mir den Ball hier gerade rumgeschmissen. Ich schwöre, da war gerade ein Kinderlachen. Ich glaube, das muss ich waschen. Hier war ein Kind. Da war ein Kinderlachen, da war ein Kinderlachen. Ich schwöre, da war ein Kinderlachen. Da habe ich ja gar keinen Bock jetzt mehr drauf, ne? Hey, jetzt fängst du auch an mit. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich war. Ich hol mal noch Stuff. Ich Kinderlachen bin ich raus. Ja, du kannst, wenn er eine Hand frei hat, die Kamera mitbringen. Ja, die bringe ich gleich mit. Die war gerade auf 10. Komm mir nicht mit Kinderlachen um die Ecke, bitte. Boah, wenn der Entwickler mehr so eine Scheiße einbaut wie Kinderlachen und sowas, ne? Dann ist aber wirklich. Was wollen jetzt schon wieder? Ja, vor allem, was bist du mit der. Ich hab nur noch meinen Schatten gesehen. Oh, Alter. Mal das Buch, bitte. Sie hat ins Buch gemalt. Sterb. Ja, okay, ja, sie ist sehr auf Aggro. Sie hat die Tür angegrabbelt. Ich hol noch was. Ich stelle mich jetzt kurz raus und mach erstmal hier ein Buch. Es kann noch. Also die Geisterbox wären Oni. Fingerabdrücke Revenant. Geisterkugel Shade. Ja, und das war's. Gefriertemperaturen können es nicht mehr sein. Oh Gott. Ja, sie packt zwar ständig Türen an, hinterlässt aber keine Fingerabdrücke. Geisterbox könnte es auch sein, ne? Glaube ich, ja. Ja. Ich bring mal die Box mit. Ja, dieses Kinderlachen war gerade das Creepyste, was ich überhaupt gehört habe in diesem Game bis jetzt. Was hast du? Ich fand das creepy. Alter. Diesen Atem. Ich hab wieder laut ausgeatmet. Bist du hier? Ja, sie ist hier. Die ist behind, hat sie gesagt. Ich bin raus. Wir haben alles. Tschüss, mach's gut. Alles klar. Ist ein Oni. Sag sie auch mal behind. Sag es nicht, wir brauchen ein Foto von ihr. Ach nö. Könnten wir machen, ja. Ja, dann schmeißen wir noch über die Kruzifixe hin. Wenn sie auftaucht, einen Kruzifix anschmeißen. Das hier wegschmeißen. Oh Gott, ey. Solange kein Kinderlachen kommt, ist alles gut. Nur kein Kinderlachen. Ich guck nochmal eben nach Sanity. Ja, bitte, bevor ich reingehe. Du bist bei 100, 99. Ich hab 76. Ich
Easy. Gönn dir. Auf zu reden. Ich komm. Guck mal, das ausmachen hier, Alter. Bist du hier bei uns? Ja, das Umschmeißen hat geholfen, aber kannst du dich zeigen? Materialisier dich. Zeig uns dein hübsches Lächeln. Hast du den Namen gemerkt? Nein. Ich merke mir nie den Namen. Ich schmeiß mal einen Kruzifix hier hin. Oh, Alter, du sollst die Scheiße auslassen. Nein! Du spielst jetzt nicht mit dem Wasser, das ist verboten jetzt. Du sollst dich zeigen. Bitte, wir brauchen ein Foto von dir. Scheiße, ging ja nicht mit dir jetzt ausgemacht. Sie steppt hier. Ist was umgeschmissen? Nee. Hast du den? Kleine. Hast du den Teddy hier weggenommen? Nein. Jo lol, ich wollte gerade den Teddy nehmen, der Teddy ist dies wohnt. Oder sie hat ihn genommen. Das macht's nicht besser. Dann vermute ich, sie hat ihn genommen. Der liegt jetzt irgendwo. Ich habe aber auch mal irgendwo gelesen, da stehen ja diese Mannequin-Puppen oder die Schneider-Puppen. Ha. Der hatte wohl das Ereignis, dass die immer wieder an anderer Stelle stand. Oh, eine Mahlzeit, da habe ich auch gar keinen Bock drauf, ey. Bist du hier bei uns? Kannst du uns ein Zeichen geben? Die reagiert ja sogar auf Gruppen, also die ist eigentlich nicht so schüchtern. Gut, ist ja ein Oni, ne? Also insofern. Oh Leute, Alter. Was? Muss nebenan sein. Ist es das Zimmer von deinem großen Bruder oder großer Schwester? Wo hat denn jetzt was umgeschmissen? Der Geist gefällt mir aber gerade, der ist richtig aktiv so. Hey, wo hat denn jetzt schon wieder was umgeschmissen? Aber bist du ein kleines Kind, das durch die ja, Bruder rennt, ne? Ja, ist voll krass. Mal hier, mal da. Ja, es war voll gut, ey. Also der Geist ist richtig gut. Hey, wo hat sie jetzt wieder was umgeschmissen? Jetzt wieder irgendwas umgeschmissen. Nee, ich sehe nichts. Wie lange bist du schon tot? Warum bist du gestorben? Wo hat sie jetzt wieder was umgeschmissen? Alter, ich schmeiß sie immer was um. Das ist richtig krass. Ja, nicht. Also ich höre sie in ihrem Zimmer steppen. Bist du hier, Kleine? Zeige dich. Wo bist du? Sie steppt halt hier, ne? Ja. Das macht's halt nicht besser. Guck mal, Kleine, ich hab deinen... Du hast den angepackt. Ich hab deinen Stoffhase. Du bist aber heute... Ich dreh mich um und guck in den Hasen rein. Ah, ein Hase. Entschuldigung. Willst du mit dem Hase spielen? Guck, hier ist dein Stoffhase. Wollen wir spielen? Zeige dich. Ich hoffe, rumzusteppen. Zeig dich. Machst du das? Ja. Aber was auch noch gruselig wäre... Wär das war ich nicht. Das war ich auch nicht. Ich glaube, Spieluhr hier funktioniert. Ich nehme mal das Kruzifix weg. Ich glaube, das Kruzifix. Oh, Alter! Ich habe sie nicht getroffen, glaube ich. War denn noch alles klar? Warte, ich muss hier raus! Warte!
war aber ein großes Kind. Ui, guck mal hier, der Ausschlag. Die beruhigt sich gar nicht mehr. Alles in Ordnung? Hast du dir mal die Bilder angeguckt, wie nah die vor mir stand? Ja. Alter! Ich hab Sony noch! War das ein Jumpscare? Noch nicht so krass, aber der war schon echt nah dran! Scheiß auf Kruzifix, ey! Ich hab gar keinen Bock mehr gerade. Oh. Das war nicht der Jumpscare, das ist so richtig wow. Also der war nah dran. Ja. Der war schon echt so. Ich habe mit einem kleinen Kind gedacht. Alter, deine Oma vor mir. Ich hatte das doch vor dem Kopf geschmissen, das Kreuz. Oh Gott. Das war echt. Oh, bin ich mal angespannt jetzt. Oh, ich seh's. Alter, war die nah vor mir. Das war kein Kind, das war eine Oma. Alter, ich habe gedacht, das ist ein Kind. Oh. Aber das war doch ein passender Abschluss jetzt. Ja, toll, danke. Boah, nee, ey. Oh, holy. Ich muss sagen, ich habe wieder ein paar Mal so richtig schön Geisterhaut gehabt. Ja, ich auch. Also Geisterhaut. Ja. Es fängt schon an. Ich muss sagen, wo wir da oben standen, auf einmal hast du diese Kinderlache gehört. Da war es aus bei mir. Das war so ein Moment. Das habe ich nicht mitbekommen. Was für Schwein gab, ich hab's gehört. Ich habe gedacht, ich hätte irgendwie die Stimme vom LKW-Typen. Aber ganz ehrlich, die war wie so eine Art Wendigo. Es war ja kein Kind, die hat also eine Kinderlache imitiert. Holy shit. Das macht's noch schlimmer. Eigentlich. Boah. Jetzt haben wir auf einmal alle. Achso, lol. Das ist neu. Überleben in der Stadtausrüstung. Okay.